Hallo und herzlich willkommen zum neuen Projekt auf dem Kanal Multiplayer. Und dieses nennt sich Singleplay. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil wir nur alleine sind. Also ich bin alleine. Also der David ist nicht dabei. Und das ist jetzt ein neues Projekt. Das wird ab und zu mal kommen. Ich weiß, wir wissen noch nicht wie oft oder wann. Aber das wird sich auch nicht nur auf Minecraft beziehen. Sondern es gibt auch irgendwelche Let's Plays, Singleplayer Let's Plays von anderen Spielen. Zum Beispiel hoffe ich jedenfalls, dass der David das machen wird. Was ich dann nämlich noch nicht so sicher, ob er das wirklich machen will. Von Assassin's Creed Unity, was demnächst rauskommt. Und ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr da Bock zu habt. Also zu Assassin's Creed Unity Let's Play. Ja, und allerdings, wir fangen jetzt erstmal an mit einer Minecraft-Map. Und diese nennt sich Puzzle Cube. Und die ist von El Gulio oder Julio oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Ja, steht einfach nur nochmal hier, dass die Map von der Map Puzzle Box von Random 700 inspiriert ist. Und ja, ich würde sagen, höre ich schon langsam mal auf zu labern und wir beginnen mal diese Map. Ja. Okay. Ja, hier, das habe ich schon mal gemacht. Bis hierhin habe ich schon mal gespielt. Weiter allerdings noch nicht. Und ja, wie ihr seht, haben wir hier einen großen Würfel. Und es ist eine Puzzle-Map. Also denke ich mal, müssen wir irgendwie in die Mitte vom Würfel kommen oder so. Es ist auf jeden Fall eine Puzzle-Map, wie schon gesagt. Ja, ich gehe mal stark davon aus, dass es mal damit anfängt, dass wir diesen Hebel hier umschalten müssen. Okay. Vielleicht den da noch. Kommt man nicht dran. Da fängt es schon wieder an, ihr seht ja. Ich bin nicht unbedingt so. Oh! Ich bin auch blind hier, ey. Meine Fresse, nee. Ja, dann gehe ich davon aus, dass wir den da drücken müssen. Genau. Und dann. Wo ist etwas passiert? Ist eine gute Frage. Hier, da ist es aufgegangen. Okay. Puzzle 1. The Water Challenge. Oh. Kohle. Okay, Entschuldigung. Ja. Da passiert was. Da passiert was. Ah, guck mal da. Wahrscheinlich muss man irgendwie die Kohle auf diese Druckplatten hier befördern. Was verändert sich da? Ah, guck mal, da kommt ein Block raus. Hier. Was passiert da? Da kommt der Block da hinten raus. So, und wie macht man jetzt hier Wassermarsch? Da. Genau. So. Und jetzt muss ich vermutlich einfach nur noch diese Kohle da reinwerfen. Die schwimmt jetzt dahin. So, und wie bekomme ich die jetzt so, dass die weiter schwimmt? Gut. So. Jetzt. Ah, da muss ich hier zumachen. Ja, logisch. So, und die letzte Kohle. Ah, okay, das war ja jetzt nicht so schwer. Das war noch machbar. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo erst die Tür aufgegangen ist. Bin ich jetzt blöd? Warte, ich mach mal eben den Regen aus.
So, ja, ich denke mal, dass draußen irgendwo was passiert ist. Ah, guck mal da. Tatsache. Dann können wir jetzt hier hochschwimmen, wa? Perfekt. Steht hier noch was? Nee. Parkour 1. Don't worry. It's the only parkour thing. Okay. Hoffentlich. Ich hasse nämlich Parkour. Kommt man nicht dran? Da ist der Anfang. Oh nee, bitte nicht. Das kann jetzt dauern, Leute. Das kann dauern. So. So. Boah. Da hatte ich aber nochmal Glück gehabt, ey. Hab ich echt nicht gesehen, dass da die Decke ist. So. Und. Gut. Nothing to see hier. Warum nicht? Das finde ich aber unfair. Oh. Ja. So. Und. Oh, geil. Gut. Nee, ist nicht den hier ernst, oder? Da ist ein Hebel. Kommt man da von da unten dran? Nee. Hm. Wo muss ich hin? Hier runter? Darüber kommt man jedenfalls nicht. War ich da unten schon? Doch, sieht tatsächlich aus, als müsste man darüber. Aber das geht doch gar nicht. Mich jedes Mal von neuem, ey. Ne, siehst du, da kommt man nicht dran. Okay, da waren wir also wohl schon. So. Ich bin mir aber hundertprozentig sicher, dass man von hier aus nicht da rüberkommt. Warte. Ah, ich wusste es doch. Ach, das ist nicht in Ihr Ernst, ey. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt es nicht, Leute. Schaffen wir es aber. Ich habe nämlich keinen Bock mehr auf Parkour. So und geil. Wusste ich doch, dass das ein Checkpoint ist. So. Oh, jetzt kommt man hier wieder raus. Ich will aber nicht hier raus. Ach, da ist ein Knopf. Okay. Siehst du, ich werde jetzt glatt runtergesprungen. Was passiert hier? Überhaupt nichts. Ich will wissen, was dieser Knopf hier macht. Keine Ahnung. Sag jetzt nicht, man muss erst darüber. Auch gar nicht möglich. Das war jetzt bestimmt ein Mega-Fail, dass ich das gemacht habe. Das war bestimmt total falsch. Oh nee. Ach, man muss den Wasserfall hochschwimmen. Stimmt ja. Oh, ja, man sollte vielleicht auch Leertaste gedrückt halten, oder? Willst du mich gerade verarschen? Willst du mich eigentlich gerade verarschen? Ach nee, wahrscheinlich ist die Kohle verschwunden. Oh, sehr ärgerlich. Und dann auch noch genau in dem Moment, wo ich da hoch wollte. So, nein, die ist nicht drauf. Warum backt die so rum? Ist die dumm oder so? So, dann kann man hier schon mal zumachen. Da kommt
der ist die zweite. Auf, mach hinne. Kann ich auch schon mal reinwerfen. So, und nein, Quatsch. Zu. So. Das hätten wir. Das tue ich jetzt einfach nochmal hier rein. Das brauchen wir eh nicht mehr. So, dann kann ich jetzt hier wieder hoch. Oh, ich habe schon wieder nicht die Leertaste gedrückt gehalten, ey. Schrecklich. So. Jetzt bin ich wieder hier. Okay. Ich meine, ist hier jetzt der Checkpoint aktiviert. So. Aber ich will wissen, was passiert, wenn man hier drauf drückt. Ach, ich bin ja auch klug, ey. Oh nee, jetzt kann ich das nochmal machen. Okay. Aber ich habe ja schon mal rausgefunden, was genau das Ziel ist da hinten. Da oben halt. Was man da machen muss. Das muss man halt nur noch schaffen. Warum habe ich das eigentlich eben nicht gesehen, ey? Tja, blind wie Norbert. Ja komm, das hätte man aber auch anders machen können. Wasser-Checkpoints hasse ich wie noch was. Nein. Oh, das kann jetzt dauern, ey. Meine Güte. Oh, jetzt kann man doch noch jedes Mal wieder hochschwimmen. Tralala, ist das lustig. Hahaha. Das macht ja so Spaß. Aber Leute, jetzt schaffen wir das. Jetzt muss man noch gescheit springen können, ey. Meine Oh, jetzt bin ich auch noch falsch gelaufen. Meine Güte. Das kann ja was werden, ey. Wenn ich bei so einer Scheiße jetzt schon so Stunden brauche. Ich muss sagen, ich bin echt froh, wenn der Parcours um ist. Und ich bin auch froh, dass ich den ersten Teil jedenfalls so schnell geschafft habe. Ey, das gibt's nicht. Jetzt bin ich nicht abgesprungen, ey. Ich mach mal eben wieder Tag. Auf. Also irgendwann reicht's mir echt mit diesem Wasser, ey. Nervig wie noch was. Ey, ich spring auch nicht ab, ey, das gibt's nicht. Aber jetzt werde ich das schaffen. Jetzt, genau jetzt schaffe ich das. Jetzt und sonst nicht. Oder so. Ansonsten... Nee, nix. Ja, endlich, ey. Bin ich hier. Och nee, eine Leiter. Okay, das kann ich auch noch. So. Und jetzt. Oh, da ist noch eine Leiter. Hebel. Nein, du willst dich doch verarschen. Nein, Leute. Das gibt es doch nicht. Oh, wie ärgerlich. So ärgerlich. Jetzt ist der nicht weiter reingesprungen. Ich raste aus. Ja, ich würde sagen, ich mache so eine Folge immer um die 20 Minuten. Das heißt, jetzt noch ungefähr 6 Minuten müsste er mich ertragen in der ersten Folge. Und ja, dann geht auch die nächste Folge. Ja, die kommt dann wahrscheinlich... bisschen später halt. Also... Ich habe ja schon gesagt, wir wissen noch nicht, wie und wann wir das hochladen werden. Aber es kommt erstmal die erste Folge, dann kommt irgendwann die zweite Folge. Machen wir es einfach erstmal so.
jetzt, ja, okay, den Sprung schaffe ich ja jetzt zum Glück inzwischen. Locker easy, yay. So, nein, das ist nicht euer Ernst. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist Dreckstyle. Warum hat er denn so eine scheiß Parcours eingebaut, ey? Ohne Witz. Ja, einmal im Kreis laufen ist natürlich wundervoll. Ach so, es ist wieder Zugang. Boah, das finde ich so kacke gemacht. Warum hat er es nicht einfach so gemacht, dass es dann offen bleibt, ey? Also das heißt jetzt nicht, dass die Map scheiße ist, ne? So ist es natürlich nicht. Die ist schon ganz cool gemacht, ne? Aber es gibt halt so ein paar Sachen, die würde ich, wenn ich eine Map bauen würde, anders machen. Also, das hört sich jetzt so an, als wäre ich so, ja, boah, ich bin so schön, ich bin so gut, ich kann das viel besser als der, ey. Aber so ist es natürlich nicht gemeint. Huch. Hä? So, und dann gehe ich jetzt schon mal darüber. Oh, hä? Ist schon offen? Aber die Kohle kann doch noch gar nicht da gewesen sein, oder? Egal. So, jetzt schaffe ich das aber. Das kann doch nicht sein, dass ich bei solchen leichten Sprüngen verkacke. So und so. Das gibt es nicht! Nein! Ach nee, Leute, das könnt ihr mir doch nicht antun. Ich würde einfach sagen, dann geht diese Folge, bis ich dieses Jump'n'Run da geschafft habe. Und das sind ja dann ungefähr 20 Minuten, hoffe ich mal, dass ich das jetzt innerhalb der nächsten 3 Minuten schaffen werde. Ist ja scheiße hier. So und so. So. So und. Nein, ich bin zu weit gesprungen. Nein. Dieser letzte Sprung ist echt gemein. Den muss man wahrscheinlich ohne Sprinten machen. Könnte ich mir mal vorstellen. So. Och, das gibt es nicht. Es ist so scheiße, ey. Oh, ich glaub gar nicht, wie ich Jump'n'Runs hasse, Alter. Und dann kommt hier auch noch eins drin vor. Ich dachte jetzt so, ja, voll schön, eine Jump'n'Run-Map. Wundervoll ohne Jump'n'Runs. Nee, Quatsch, eine Puzzle-Map. Wundervoll ohne Jump'n'Runs. Und dann kommt da so eine Scheiße hier. Oh, das gibt's nicht. Dreckstyle. Naja, ansonsten, wenn ich das nicht schaffen sollte in diesen... Also bis es ungefähr 20 Minuten sind, dann werde ich einfach meine Versuche ein bisschen vorspulen oder halt die Fails rauscutten und dann immer und dann halt das, wo ich das geschafft habe, hinten dran hängen. Denn ich finde das immer kacke, wenn irgendwie jemand Videos von Jump'n'Runs hochlädt, egal, da brauche ich mir jetzt keine Sorgen drüber machen, aber irgendjemand halt Videos von Jump'n'Runs hochlädt und dann sieht man jahrelang immer nur die gleiche Scheiße, die gleichen Sprünge und das Ganze. Also da bin ich echt nicht so der Freund von und deshalb hätte ich das dann rausgeschnitten, aber da brauche ich mir jetzt keine Gedanken mehr drüber zu machen, denn somit ist die erste Folge hiermit zu Ende. Schreibt mir mal eure Meinung zu Singleplay in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass wir halt wir einzeln noch Let's Plays machen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Oh, Quatsch. Ciao.